Also das finde ich tatsächlich komisch. Also es ist offensichtlich eine Tüte mit Inhalt, aber ich habe den Inhalt schon erspürt. Eine Gabel. Wollte mich ein bisschen verarschen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal. Und ihr seht es schon, wir sind mal wieder an einem wunderbaren Fluss angekommen. Und ja, eigentlich war das Wetter ganz geil. Es ist an sich auch noch unfassbar warm. Wir haben ungefähr 30 Grad, haben zwar keine Sonne, was ich eigentlich ziemlich appreciate hätte, aber das Problem ist, wir haben jetzt Regen und es regnet sich jetzt ein. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen beim Regen fischen, ist aber eigentlich nicht so schlimm. Ich hoffe, das stört euch nicht, das stört mich. Naja, eigentlich müsste es ja nur mich stören, wenn es regnet, ist klar. Ich hoffe, es wird nicht zu doll, aber ich habe auf jeden Fall trotzdem nach wie vor unfassbar Bock, jetzt hier ein bisschen zu fischen. Ich denke mal, hier wird relativ viel drin liegen und da gibt es eigentlich gar nicht mehr lang irgendwas dazu zu schnacken. Ich würde sagen, lasst auf jeden Fall ein Abo da, lasst ein Like da, falls ihr noch keins da gelassen habt. Aktiviert dringend die Glocke, dann verpasst ihr nämlich gar nichts mehr auf diesem wunderbaren Kanal hier. Und auf dem Lifestyle-Kanal habt ihr natürlich auch vorbeizuschauen, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Da kommen nämlich jetzt bald die Vlogs vom Airbeat One Festival. Muss noch geschnitten werden, wir haben ungefähr 250 GB Aufnahmematerial. Werden vielleicht zwei, drei Vlogs, da will ich, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Wird sehr cool. Ich würde sagen, wir starten hier rein, schaut auf Instagram vorbei. Da kommen jetzt in Zukunft auch wieder ein paar mehr Bilder. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock. Let's go. So, erster Fund für den heutigen Tag. Ist auf jeden Fall schon etwas voll. Bin mal gespannt, ob hier was Spannendes halt drin sein wird. Was ist das hier schon? Ah ja, hängt auf jeden Fall schon mal mit einem ziemlich dicken Schlüssel an. Das, oh, noch ein zweiter klebt hier auch noch mit dran. Ansonsten wieder das übliche an Schrott. Ah ne, das war auch ein Schloss. Also was heißt auch? Das war ein Schloss. Und ansonsten nichts weiter Spannendes. Aber ist für den ersten Fund doch in Ordnung. Da werden bestimmt noch ein paar interessantere Dinge rauskommen. Weiter geht's. Der Magnet ist komplett voll diesmal. Mal schauen. Oh, was ist das denn? Sah erst aus wie eine Patrone, aber hat sich dann zu was ganz anderem rumentwickelt. Aber ich habe keine Ahnung was. Ist auch unfassbar massiv. Tja, keine Ahnung. Ein Lenker von irgendwas? Nee. Das weiß ich nicht, was das gewesen ist. Und dann hier wieder irgendwie so ein Brückenbauteil wahrscheinlich. Findet man auch ständig diese Teile. Und Schlagge. Schlagge, Schlagge, Schlagge. Was ist das hier? Ach, Hinterteil von einer Gabel oder vom Löffel oder so. Oh, jetzt weiter geht's. Verstehe man nicht. Alter. Das für ein Oschi. Verstehe man nicht, warum so viele Löffel einfach im Wasser landen, beziehungsweise überhaupt, also Besteck allgemein. Kann doch nicht sein, vor allem, das ist ja wohl, also das nichts Herkömmliches, oder? Es wird schon echt alt sein, wahrscheinlich, das Ding. Cool auf jeden Fall. Sonst noch etwas. Was war das? Nichts, aber Stahl. Das ist auch nur Stahl. Und hier auch nur Stahl. Na gut, weiter geht's. Habe ich erst nicht verstanden, was das sein soll. Aber hier steht drauf Geomag. Das sind diese Magneten, womit du so Sachen bauen kannst, glaube ich. Da gibt es ja so einen magnetischen, ich damals mal gehabt, da kannst du auch so ganz vielen kleinen Magneten so irgendwelche Geschichten bauen. Eigentlich ganz cool. Ja, und das ist hier so ein Ding. Nur auf jeden Fall. Schwupps. Und sonst noch etwas? Ist das hier eine Patrone? Na, ich glaube nicht. Weiter geht's. Also das finde ich tatsächlich komisch. Also es ist offensichtlich eine Tüte mit Inhalt, aber ich habe den Inhalt schon erspürt. Eine Gabel. Wollte mich ein bisschen verarschen. Wenn es wenigstens Gold wäre. Aber es ist nichts.
ist einfach nichts. Was steht denn da drauf? Warum ist denn das so? Doch! Nee! 24 Karat steht da drauf. Echt? Hart vergoldet. Ich glaube, ich drehe mich in drei Stühlen. Lol. Das müssen wir drauf kriegen. Jetzt versuchen wir es mal drauf zu kriegen. Der Regen. Da, man sieht es hier ganz leicht. 24 Karat. Geil! Einfach Gold. Das hätte ich jetzt gerade nicht erwartet. Das ist insane. Geil. Und an so einem unfassbar schönen Tag wie den wir hier heute haben, weil, keine Ahnung, es ist zwar eigentlich total bewölkt, aber irgendwie ist es unglaublich schwül und warm, würde ich mir jetzt eigentlich so einen kühlen, eisgekühlten Energy reinhauen, aber da normale Energies, die ihr im Supermarkt kauft, in der Regel relativ oder unfassbar ungesund sind, haben wir natürlich eine unfassbar geile 100% natürliche Alternative dagegen. Und ja, muss auch eisgekühlt sein. Das heißt, ich habe hier Folgendes in meinem schönen Kfz. Wenn man reingeguckt, ich habe mir hier nämlich wunderbar mein Getränk reingehauen von Holy mit einem kleinen Kühlakku daneben. Und das werde ich mir jetzt auffüllen mit meinem Lieblingsgeschmack Peach Panther. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal ausdenken, wie geil das eigentlich ist bei so einem schönen Wetter. Und natürlich liegt es auf der anderen Seite. Mein absoluter Lieblingsgeschmack von Holy Energy ist der Peach Panther. Einfach nur geil, kann ich einfach nur absolut wärmstens empfehlen. Und den werde ich mir jetzt hier wunderbar reinknallen und dann wunderbar genießen. Einmal hier so ein Scoop, zack, genommen und ins kühle Wasser hinein. Erstmal aufschrauben. Och Mann, also reihenfolgentechnisch habe ich es noch nicht drauf, das könnt ihr bestimmt besser. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt dann also das Probierpaket mit 14 verschiedenen Geschmäckern, welches 15 Euro kostet, ganz entspannt euch dort holen. Code LANGE5. Dann spart ihr chillige 5 Euro auf eurer ersten Bestellung und unterstützt mich extrem darauf, damit wir auch genug Energie zum Magnetfischen haben. Ja, einfach geil. Holy Energy, vielen, vielen Dank. Schmeckt top. Jetzt starten wir rein weiter. Bin ja echt gespannt, ob hier noch mehr Besteck dieser Art rauskommen wird. Aber jetzt haben wir mal was Schwereres dran. Wollen wir mal schauen, was das ist. Zum einen hier, sieht aus, als wäre es mal ein Taschenmesser gewesen. Oh ja, oh ja. Oh, aber das kannst du ja komplett vergessen. Ja, Taschenmesser. Diese extrem dicke Rostschicht kriegt man eh nicht besser ab, außer jetzt ein bisschen drauf rumzuschlagen. Und da das Ding so im Arsch ist, braucht ihr mir jetzt auch nicht in die Kommentare reinschreiben. Ihr müsst vorsichtiger mit umgehen. Das ist völlig im Arsch, das Messer. So, ansonsten noch ein Schloss. Wunderbar. Und nichts weiter. Okay, weiter geht's. Jetzt ringelt sich's hier echt so sehr ein. Unter dem Baum sind wir zwar noch ganz gut geschützt, aber das wird wahrscheinlich auch nicht mehr lang halten. Ja, ansonsten, das hier wird ein Rad gewesen sein, so ein Reifchen. Also nicht Reifen, so ein kleiner, so ein Mini-Rad, ne? Wisst ihr? So, perfekt. Und das ist nichts. Und was ist das hier komisches, kurioses? Das ist so cool geformt. Kann ich euch nicht verraten, was das mal gewesen war. Also unglaublich massiv und so perfekt geformt. Ja, keine Ahnung. Ansonsten wieder nur eine Menge Schlacke und komisch geformte Gegenstände. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Skalpell. Oder? Ja, es war aber ein Taschenmesser. Auch wieder recht alt. Schau mal. Oben die Klinge wird wahrscheinlich abgebrochen sein schon. Unten den Griff erkennt man noch. Ja, ein Taschenmesser wird es gewesen sein. Cool, aber so ein paar alte Funde macht Spaß. Alte Funde machen immer Spaß. Wenn man sie noch erkennt natürlich. Oh, und das? Warum ist das noch so massiv? Auch nicht zu erkennen. Na gut, weiter geht's. Wenn man genau hinsieht bei Magneten, kommt ja mal wieder ein Löffel oben raus. Jetzt bin ich ja guter Dinge, dass wir coole Löffel finden, wa?
nach dem Magneten mit Quatsch, nach der Gabel. Mal schauen. Hoppala, was ist hier alles drin? Also der ist schon mal nicht so cool eingepackt. Das würde mich jetzt dreist interessieren, was hier alles so für interessante Gestecke drin sind. Wir müssen echt mit der Kamera aufpassen, dass die nicht kaputt geht. Nee, die ist auch vergoldet. Die Löffel? Die Löffel. Da hat jemand komplett Goldversteck entsorgt. Boah, es ist super schwer zu erkennen. Wartet. 23/24 Karat hart vergoldet. Kann doch schon wieder nicht sein. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie drauf kriegt. Naja. Ist schwierig, weil es steht so schmal dran. Alter, wir finden hier eine komplette Packung Goldbesteck. Ja, guck mal, die haben auch das gleiche Design, das ist das gleiche Besteck auf jeden Fall. Okay. Aber wenn ich das recht gesehen habe, war das noch nicht alles. Und zwar ist hier noch eine Gabel. Und ich sehe es auch schon am Design, es ist auch wieder eine. Ja, hier erkennt man es auch richtig gut, warte mal. Hier erkennt man es gut. Nein, das ist nicht zu nah. Oh ja. Ja. Alter! Goldbesteck, Tobi! Das ist ja übel geil. Mach ich sauber, na, habe ich Goldbesteck. Geil ist das denn? Viel mehr da. Ich hoffe, wir finden noch richtig viel davon. Geil. Was ist das hier noch? Wir sind ja noch gar nicht fertig. Der Magnet ist nur noch. Ach, sieh an. Oh ne, das ist eine. Das ist eine Billo hier. Das ist. Das ist eine. Ja. Kommt dem aber auch recht nah. Ist nämlich nicht von Rolex, sondern von Solex, ne? Na klar. Ja. Die ist nicht besonders. Die wollte auch nur mit im Wasser landen wahrscheinlich. Hier Solex. Und dann irgendwie 18/0. Ja, was das bedeutet. Die wird aber nicht sein. Cool, cool. Was ist das hier für eine Stange? Oh, voll nicht cool. So, sonst noch irgendwas Interessantes hier am Magneten? Ich würde aber fast sagen, nicht, nee. Alter. Wenn wir hier jetzt komplett Goldbesteck finden, dann wäre ich ein glücklicher Mann. Dann, nein, das wäre krass. Das wäre krass. Wir drücken mal weiter die Daumen, ey. Weiter geht's. Das sieht ohne Witz wie eine selbstgebaute Bombe aus. Habe ich auch als erstes dran gedacht. Oder? Sie zusammengeschnürt und dann diese Strippen hier oben hoch. Und hier ein bisschen TNT drin auf entspannend. Chillig. Alles klar. Zigarettenanzünder oder was? Das sieht sehr unentspannt aus auf jeden Fall. Naja, müssen wir vorsichtig mit umgehen. Aber das wird schon noch irgendwas anderes sein. Aber trotzdem echt gruselig. Weiter geht's. So, jetzt muss mal wieder was kommen. Und jetzt ist es ziemlich schwer. Viel verschiedener Kram dran. Das ist gut. Da kann sich auch etwas Spannendes drunter verbirgen, nicht wahr? Was ist das? War ursprünglich mal eingepackt. Nichts. Oh. Ah, krass. Hm. Das ist schwer zu sagen. Nee, es ist sehr einfach zu sagen.
Es hat ja erst Struktur, deswegen dachte ich, oh komisch, krass, könnte irgendwas sein. Stahlschleife. Einmal eine Stahlschleife wieder, wie immer. Dann hier Moniereisen. Will keiner. Und sonst noch irgendwas Spannendes hier drunter versteckt? So ein Jolt-Besteck oder so? Ah, das war eine Kette. Na gut. Ansonsten nichts weiter. Schade. Weiter geht's. Kommt schon zu den letzten Funden von diesem wunderbaren Video. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen Besteck finden. Das wird sich gleich rausstellen. Was ist das? Tja, kann man wieder nicht sagen. Dann hier so eine Zange. Ne, wie heißen die Dinger? Ja. Zange. Sehr gut. Dann fettes Schloss. So wie immer. Das kann sich halt unter den ganzen Rost kann sich so interessante Dinge verbergen, die man vielleicht verpassen würde, wenn man den Schrott nicht abklopft. Naja. Ich will gar nicht wissen, was wir alles schon verpasst haben, weil wir den Schrott vergessen haben, also einfach nicht abgeschlagen haben, weil wir es nicht erkannt haben. Naja, egal, weiter geht's. Was ist denn das? Aus wie so ein Ventil oder so, oder? Ja. Irgendwie so ein Ventil zum. Ach, das kann ich ja gar nicht sagen. Schreibt in die Kommentare, was ihr meint, was das ist. Und dann hier. Das riecht eigentlich auch nach Sprengpulver. Ich nicht, was das für komische Teile hier immer unter der Schlacke ist. Kann ich euch nicht sagen. Riechen tut's komisch. Weiß ich nicht. Oder erkennen kann man halt wie gesagt nichts. Aber es kommen immer so interessante Dinge da zum Vorschein. Dass wir das definitiv öfter machen müssen, die so richtig frei zu hämmern. Und immer so Struktur mit raus, ne? Na gut, weiter geht's. Wir sind noch mal ein Stück gegangen, direkt an die Brücke hier. In der Hoffnung, dass hier noch ein bisschen was Spannendes rauskommt. Und das werden wir jetzt sehen. So, was ist das? Eine Schraube. Warum liegt der? Dann ein Nichts. Ein Teil vom Gürtel. Tja. Das war jetzt noch nicht so dicke hier an der Brücke. Weiter geht's. Habe ich irgendwie die Größe von Pferden nicht mehr im Kopf oder warum ist dieses Hufeisen so riesig? Das ist so groß wie mein Kopf. Aber es ist doch wirklich eins, oder? Ja. Hier die. Guck doch mal meine Hand. Und ich habe schon keine kleinen Hände. Warum ist dieses scheiß Hufeisen so riesig? Das muss ein Mammut gewesen sein. Ja. Ey, krass. Klärt mich auf, ob es wirklich so eine Pferde gibt mit so einem krassen, riesigen, wie nennt man das, Kufen? Hufen. Kufen? Huf. Hufen? Mit H. Hufeisen. Eine Kufe ist, glaube ich, vom Zug, oder? Nee. Kufe. Gibt's das? Ja, ja, beim Snowboardfahren. Ich fahre auf einer Kufe. Ah, ja. Glaube ich. Cool. Von der Hufe. Ein Huf, das heißt es ja auch weiß. Ja, hab ich doch gesagt. Krass, hä? So riesig? Das ist insane. Gefällt mir, weiter geht's. So, wir kommen zum letzten Fund. Beziehungsweise letzten Wurf. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was uns hier die Brücke noch beschert. Eigentlich hatte ich gehofft, dass da was Spannendes rauskommt, aber ist nicht schlimm. Das Besteck war schon spannend genug, fand ich. Oh, jetzt kommt einfach ein freilaufender Hund. Und er rennt seinem Hund hinterher. Chillig. Hallo, Hundi, ne? Man, jetzt ist er auf jeden Fall gut gefüllt. Schaut
könnte vielleicht was Spannendes mal dran sein, jetzt hier zum Ende. Zack. Und wir haben einmal was das immer für Dinger sind, weiß ich nicht. Das hole ich auch öfter raus hier, irgendwie diese Teile. Waren es auch Stahlschleifen? Nee, ne? Eigentlich nicht, weiß nicht. Schreibt es mal in die Kommentare bitte. Ansonsten noch eine ganze Menge Mist. Und noch mehr Mist. Naja, gut. Schade, es ist zwar jetzt nicht der coolste letzte Fund, aber wir haben auf jeden Fall heute coole Funde gemacht. Ich schreibe jetzt den Kram zusammen, dann kommen wir zur Abmoderation. Wir sind immer noch ziemlich doll in der Vorproduktion. Deswegen wird auch heute noch ein Video aufgenommen, was darauf die Woche kommen wird. Aber nicht von hier, wir werden jetzt noch woanders hinfahren. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, schaut auf jeden Fall beim nächsten Video dann vorbei. Abmoderation kommt gleich. Ja, dadurch, dass ich am gleichen Tag noch ein zweites Video aufgenommen habe, habe ich jetzt dann doch die Abmoderation vergessen und ich habe unfassbar viel Stress, weil ich muss jetzt über 3 Tage 2 Videos aufnehmen und die auch noch schneiden und dann muss ich auch noch die Lifestyle-Videos schneiden und alles mögliche, unfassbar viel Stress, viel im Kopf, weil ich eigentlich im Urlaub bin, ich nur wegen Magnetfischen nach Hause gekommen bin für 3 Tage, um dann nach Berlin zu fahren, was ja dann auch nicht in der Nähe ist, um dort fischen zu gehen. Also ihr könnt euch überhaupt nichts ausdenken, was ich da an Stress eigentlich gerade im Kopf habe. Aber ist auch egal, für euch mache ich das auf jeden Fall sehr, sehr gerne, auch für den geilen Support, den ihr in letzter Zeit auf jeden Fall wieder da lasst. Ja, ich wollte einfach nur sagen, hier kommt jetzt die Abmoderation dann doch spontan einfach aus dem Bett. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, zeigt es mir mit einem Däumchen nach oben. Lasst ein Abo da, falls ihr keins da gelassen habt. Und aktiviert dringend die Glocke, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Lifestyle-Kanal vorbeischauen. Wie gesagt, ich bin dran, die Airbeat One-Videos zu schneiden. Dauert aber noch ein Weilchen, weil, wie gesagt, ich bin gerade im Urlaub. Ich habe gerade Ferien, Sommerferien. Ich genieße gerade ein bisschen, mal so ein bisschen Zeit. Und aber trotzdem wichtig ist, die Hauptkanal-Videos, die kommen alle online. Läuft alles, schaut auf Instagram vorbei, ja, kommen jetzt auch wieder ordnungsgemäß Fotos online. Könnt euch auf jeden Fall drauf freuen, bleibt auf jeden Fall dran. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittagabend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Das war von mir und Tobi, der jetzt gerade nicht hinter der Kamera steht, aber in der Regel hinter der Kamera steht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.